Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ranch-Vorstellung, diesmal mit dabei Malkondo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, und mit mir. Achso, ich dachte, das wäre sowieso klar, dass Mulenia dabei ist. Ich muss mich immer selber Hallo sagen. Okay. So, heute stellen wir die Ranch von, ich muss gerade gucken, von Lee 102 vor. Hi Mulenia, kannst du vielleicht mal meine Ranch zeigen? Sie ist noch nicht groß, aber trotzdem wäre es cool, wenn du sie zeigen könntest. Das mache ich natürlich sehr gerne. Das heißt, wir gehen jetzt zu Lee auf die Ranch. Das machen wir jetzt nicht mehr über den Spawn, sondern über das Octria-Menü. Das heißt, wir geben einmal /Octria ein. Und dann klicken wir hier auf den Emerald. Und da haben wir dann alle Ranchen und können direkt von hier aus dann auf die Ranchen gehen. Lee ist ziemlich in der Mitte. Ja, ich habe ihn schon gefunden. Ja, genau. Dann einfach mal draufklicken und schon sind wir bei Lee auf der Ranch. Okidoki. So, gucken wir mal. Ein Briefkasten, sehr schön. Es gibt Kekse, Kuchen und eine Blume für dich. Ja, ganz hervorragend. Ja, ne? Mhm. So, wollen wir mal schauen. Tür ist offen, sehr schön. Hier ist ein Schmetterling. Ja, genau. Hier haben wir einen kleinen See, Wasserlauf. Mit Wasserfall. Genau. Das ist doch standardmäßig, ne? Wasserfall ist doch immer da, ne? Oder? Der ist immer da, genau. Genau. Hier sollen bestimmt irgendwie Tiere rein. Oder waren welche drinne? Ja. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Die Antwort kann ich gerade standardmäßig. Was haben wir denn hier? Kakteen. Da sind Hühner, guck mal. Ja, und hier ist ein Cobblestone-Generator. Hahaha, genau. Wie beeindruckend. Okay. Das ist ja interessant. Oh, ich habe was eingesammelt. Schmeiße einfach gleich im Briefkasten. So. Ich lasse einfach hier liegen. Oder so. Ja, hier sind also die Hühner. Interessant hier irgendwie mit diesem Farbwechsel. Ja, finde ich auch nett. Gefällt mir. Steht oben dran Hühner. Ah ja, okay. Ja, falls man das nicht weiß, bei dem ganzen Gegacker. Ja. Die Mine sieht nicht aus, als wenn die schon offen wäre. Nein, die ist noch zu. Okay, dann... Hier haben wir auch nur Bäume. Die sind ja bunt. Ja, das ist der Eichen. Das ist Eichenbaum. Okay, und der ist bunt. Der ist bunt. Hm, okay. Ziemlich cool. Hier haben wir Zuckerrohr. Und, kommt man da hoch? Ja. Was ist denn das eigentlich? Ein Haus wahrscheinlich. Hm. Ich gehe da einfach mal rein. Ja. Oder ein Lager. Holz, Stein, Nahrung, Pflanzen. Ja. Das ist ja auch mal interessant irgendwie. Ja, ne? Also höher geht's gar nicht. Nee. Aber es ist auch mal interessant, ein Lager zu bauen. Ein Lager mit Aussicht. Ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, ziemlich nett. Geht's irgendwo noch nach unten? Hast du schon irgendwas gesehen? Ich habe nichts entdeckt. Ich auch nicht. Bis jetzt so gar nichts. Ist wahrscheinlich nur überirdisch bis jetzt. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie lange der Gute schon dabei ist. Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich muss niesen. Aber muss ich dann doch nicht. Ah ja. Gut. Okay, dann würde ich sagen, haben wir ja schon alles gesehen. War das ja ging nicht ja schnell. So viel. Aber wir kommen gerne nochmal wieder, wenn es da mehr zu sehen gibt. Okay. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.